Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom und wir befinden uns in einem weiteren Arena Monday. Und ja, ich weiß, auf Spielzeit habe ich noch nicht so viel Arena Mondays veranstaltet, aber mit diesem Arena Monday geht es wieder los und ich freue mich ganz besonders drauf. Wir nehmen den Paladin und hoffen, dass wir ein cooles Deck zusammenstellen können. Verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild, ja, das ist die beste Karte. Stellt 6 Leben wieder her, ist auch ganz okay. Alle nicht so gut. Da ist diese Karte noch am besten wegen der Mana, also nicht wegen der Mana-Kurve, aber wegen den Sets halt, ne? Der Value von der Karte ist halt sehr, sehr gut. Also für 3 Mana, 4 Dreier. Kann man mitnehmen. Hier nehmen wir den Augur mit. Ich finde den sehr, sehr stark. Ja, hier achten wir wieder aufs Value. Hier auch. Also für 4 Mana wäre das ein 4-5er insgesamt, von daher ist es gar nicht so schlecht. Der Spinnenpanzer, bisher sind die Karten doch ganz okay. Wache von Silbermond. Gut, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Vierer mitnehmen, weil der Paladin hat relativ viele gute Vierer. So, der Arkanriese lohnt sich überhaupt nicht, weil wir eh nicht viele Spells haben. Ja. In der Combo vielleicht. Mal sehen. Hier nehmen wir nochmal den Spotter mit. Eines haben wir noch nicht. Ich finde ihn ganz gut. Ein Silence kann nicht schaden. Hier den Verteidiger von Argus. Sehr gut. Flammenjongleur, wie ich finde, auch eine starke Karte. Erntegolem, lange nicht mehr gesehen in der Arena. Habe auch lange keine Arena gespielt. Ihr wisst ja, wie es meistens ausgeht. Ich spiele einfach drauf los und ja, meistens werden es 4 oder 5 Wins. Ihr kennt die ganze Geschichte ja schon. Wir haben noch eine Low-Karte mit. Angriffspanzer Max. Der Schlachtzugsreiter kann auch ganz stark sein bei vielen Dienern. Ja, halt jedes Mal 2 plus 2, wenn ein befreundeter Mech stirbt. Ja, super. Sind alle nicht so toll. Die einzige spielbare Karte ist allerdings der Bergriese für 10 dann eventuell. Oder wie viele Spells habe ich damit? Halt nicht so viel. Hotbot. Ein anderer Mech. Nehmen wir den mal mit. Hier die Sonnenläuferin. Oh, wir haben ganz gute Karten dabei, wie ich finde. Die zwei Karten wäre auch gut, aber der Erntegolem ist einfach zu stark, wie ich finde. Hier nehmen wir den Eiswind Yeti mit. Verleiht einem befreundeten Diener Gottes violette Ausbilderin. Eigentlich müssten wir von der Value her den mitnehmen, weil der kann auch halt auf seinen eigenen Charakteren Schaden machen. Das wäre dann nicht so toll. Nein, nehmen wir die Ausbilderin mit. Hier nochmal Nervotron. Ist er halt auch ein Mage, ne? Gut, Elfenklerikerin, auch sehr, sehr stark. Bei Angriff und Gottesschild nehmen wir mal mit. Kämpferin, auch sehr gut, finde. Oh, Vereinigte gegen das Dunkel. Das ist nicht so schlecht jetzt. Vor allen Dingen in der Kombination mit der einen Karte. Aber wir haben auch noch gar kein Kator irgendwie. Oder noch ein Kator mit. Bei einem Diener Gottesschild auch sehr gut. Jo, damit kann es auch losgehen. Ja, wir starten das erste Spiel. Ihr kennt den Modus. Ich habe jetzt das Deck erstellt und werde ein Spiel spielen. Und in den nächsten Folgen gibt es immer zwei Parts. Okay, dann starten wir doch einfach. Und ich nehme euch mal mit in die Suche. Und hoffe, dass es was wird. Ja. Ich benutze ein neues Tool mittlerweile. Ist gar nicht wahrscheinlich so neu, werden jetzt die meisten von euch denken. Und zwar ist der Hearthstone Deck Tracker. Ja? Ihr seht, also man kann noch viel, viel mehr einstellen, aber ich benutze quasi rechts die Leiste. Ja? Da seht ihr, wie viele Karten noch im Deck sind und welche Karten. Beim Gegner sehen wir, welche Runde er welche Karte bekommen hat. Auch nicht schlecht. Wir könnten da auch die Coin sehen, hätte er eine. Und wie viel Schaden halt auf dem Board liegt. Ja. Genau.
Und auf der linken Seite seht ihr, was für Karten der Paladin schon gespielt hat. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Vielleicht kommt da auch ein Logo hin. weil es macht in der Arena nicht wirklich viel. Ja, wenn Constructed spielt, dann weiß man ungefähr, welche Decks es gibt, ja. Und da macht das schon Sinn. Und jetzt seht ihr oben hier M. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Ich glaube, M steht für Mulligan oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. So, er spielt seine Heldenfertigkeit, was natürlich auch und legitim ist. Werden wir nicht machen, sondern. Aber Leute, doch, werden wir doch machen. Dann gehen direkt in den Face. Go, go. Ja, ich habe lange kein Arena mehr gespielt. Ich wollte diesen Monat eigentlich im Streaming anfangen. Das werde ich auch machen. Da haben wir so viele Sachen dazwischen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was es ist. Ich habe von dem Value her echt sehr, sehr starke Karten, muss ich sagen. Mich würde es nicht überraschen, hätte ich später 12-0. Nein, aber ihr kennt mich ja. Zu den guten Karten gehört auch einigermaßen gut spielen. Nicht, dass ich jetzt der schlechteste Spieler auf der Welt wäre. Bin aber auch bei weitem nicht der Beste. Und da ich so viele Sachen mal nebenbei mache, jetzt gerade nicht beim Aufnehmen, aber das kommt, das ist halt ein Faktor, der dann noch zukommt. So. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir werden das Board frei machen. Und was hat der Paladin für Board Clears? Er kann in Runde 4 Weihe spielen, also könnte er jetzt Weihe raushauen. Müsste er vorher aber mit dem 1-1 sein, den 4-3er, weil sonst kommt irgendeiner ein Schild. Guckt euch das einfach nur mal an, was ich hier auf der Hand habe. Psychotron, Nervotron, Sonnenläufer. Unten rechts stehen auch noch Tooltips. Beziehungsweise so der Hidden Text von der Karte. Ihr kennt das ja, also beziehungsweise ich habe das jetzt, als ich meine Karten auf der Hearthstone News-Seite eingebunden habe, hatte man auch die Wahl, beim Importieren der Karten den Text mit einpflegen zu lassen. Aber naja. Wer braucht denn so einen Text, ja? So. Da haben wir wieder ein Schild, aber wir haben echt wirklich viele Schilder dabei. Und wisst ihr was? Ich find's geil. Super, ey. So, ein Geheimnis. Also, das hat er gespielt. Bleibt ein euren Diener Spott. Das heißt, ich werde angreifen. Waffe anlegen. Gottes Schild, mein natürlich. Gottes Schild 1. Ja, da sowas, da fängt schon an. greifen wir den natürlich an. Für den. Kommt jetzt. Ja, den Schaden nehme ich, das ist kein Problem. Aber da seht ihr mal wieder, hätte ich erst den mit Gottes Schild gespielt, noch nicht angegriffen, hätten die jetzt beide 1 plus 1 mehr. Genau. So kann man sich halt auch ein Spiel verkacken. Wenn es jetzt nicht schon so gut stehen würde, Finn. Dann machen wir erstmal das Schild auf. Geben wir dem Schild plus 3. Und gehen Full Face. 11 Leben hat er noch. Ihr seht hier unten in der rechten Anzeige, ich hoffe, das sieht man im Overlay, ich denke schon. Wir haben 10 Angriffe, er hat 11 Leben, das heißt, irgendwas muss doch dazu. So, jetzt hat er natürlich eine ganze Menge auf dem Board. Nur die Sache ist ja die. Wir haben zwei Hammerdiener mit Gottes Schild. Und er muss jetzt erstmal alles wegmachen. Also, er muss fast tatsächlich alles wegmachen. Und das ist eigentlich, will ich sagen, unmöglich, aber muss er dann dafür haben? Er bräuchte auf jeden Fall den Spell, dass wir 1 AP haben. Und weiter.
Aber dann haben seine halt auch 1 HP. Hat er nämlich nicht. Okay, macht das Sinn? Also ich meine, er könnte jetzt aufgeben. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Okay, das hat doch tatsächlich Sinn gemacht. Ne, eigentlich nicht, weil er hat ja nur ein Leben. War ich mal gut gespielt. Da kommt unser Erdogolem. Und es steht 1-0, wie aber so oft, muss ich sagen, ja. Also, ich weiß auch nicht. Die ersten Gegner sind meistens irgendwie Opfer. Also, Ed ausgedrückt natürlich. Nicht jetzt. Sollte kein böser Flame sein. Ja, ich bedanke mich für euer Interesse und der Arena-Mann, der ist zurück. Ich werde diese Runde weiterspielen. Ich denke, ich habe ein sehr gutes Blatt. Vielleicht hole ich mir auch Tage mal den guten alten Stompi wieder dazu. Und wir sprechen uns einfach nächstes Mal. Ich bin's, euer Tom. Und danke fürs Zuschauen. Und was viel wichtiger ist, habt noch einen schönen Tag. Ciao.